Ach, wir werden in dieser Folge hauptsächlich uns durch diese Stadt durchsprechen, ratschen mit Leuten, den Regen genießen. Ist das realistisch, dass der Regen durchkommt? Naja, wo ist Paige? Riley, wo ist sie? Wo ist sie? Ah, Mist. Habe ich sie verpasst schon. Da war doch irgendwo eine Page letztens. Wen haben wir hier? Du bist nicht aus Goliath hierher geflohen, oder? Nee. Page! Gut ist. Wenn du wegen den Nahrungsrationen hier bist, dann kannst du direkt wieder verschwinden. Ich erkläre es jetzt zum 100. Mal. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ich habe weder etwas zu verkaufen, noch zu verschenken. Wovon redest du da? Wie? Du bist gar nicht hier, um deine kostenlose Ration abzuholen? Ach so, ja. Also entschuldige, dass ich so genervt war. Es ist nur... Ich hab das Ganze hier so satt. Diese Grabenkriege zwischen Berserkern und Outlaws. Als ich noch Setzer in Goliath war, war alles einfacher. Wir hatten unsere Gesetze. Und an die hat sich jeder gehalten. Warum können wir Menschen nicht einfach alle zusammenhalten? Warum gehst du nicht zurück nach Goliath? Ich bin damals freiwillig gegangen, um ein weiteres Weltenherz in Abessa aufzubauen. Aber als klar wurde, dass der Setzling nicht wuchs, hat Caleb gesagt, dass wir hier bleiben. Nein, für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich habe mich den Anweisungen Goliaths widersetzt. Wenn ich zurückgehe, werden sie mich ohne zu fragen in einen ihrer Käfige stecken. Ich wollte ja gar nicht hierbleiben, aber Caleb weiß, was er tut und ich tue, was er sagt. Okay. Ist Paige jetzt schon reingesprungen? Paige? Ah, yes. Frischfleisch. Du nennst mich Fleisch? Vergiss es. Nur so eine Redewendung. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Du wärst nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Das ist gerade ein Ingame-Sound, das irgendwo rumarbeitet. Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlichen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alps sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel... Oh, ich glaube, ich habe irgendwelche Leute, die hinter mir arbeiten, das gerade ziemlich lästig ist. Und das lässt du dir gefallen? Mir sind einfach die Hände gebunden. Ohne ID-Karte ist es unmöglich. Dummerweise habe ich... Und was macht deine Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die... Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass... Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Verdammte Scheiße, Riley, willst du mir nicht gleich ins Ohr bohren? Der arbeitet da direkt neben uns. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt können wir ein normales Gespräch haben. Soll ich jetzt Mitleid haben? Nein, du sollst die Klappe halten und mir zuhören. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Vertraust du jedem deine Pläne an? Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen.
Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Kranke oh. Veranstaltung. Ach, was ist los, Ray? Alles noch dran? So gerade noch. Ui, er wird mich immer weniger mögen. Ah, egal. Egal. Wen haben wir hier? Stadtwache, Stadtwache. Schauen wir noch schnell da rein. Dann können wir schlafen und den Regen entkommen. Oh, ich hoffe, der Regen wird abgegrittet. Vielleicht liegt es auch an meinen Grafikeinstellungen. Energiezellen. Ja, lass mal's. Los, mal's. Was hat er einen Namen gehabt? Nein. Outlaw. Berserker. Outlaw. Vergiss es. Ich schenke an jeden aus. Die Penner können sich aus der Pissrinne bedienen, also spar dir die Arbeit. Was kümmert es dich überhaupt, wen ich bediene? Ich meckere ja auch nicht, wenn ich dich bewirte. Du sympathisierst mit ihnen? So, so. Ich sympathisiere mit niemandem. Hey, komm mal her. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Nein. Lass gut sein. Bursche, du trinkst jetzt mit mir. Niemand, der bei Verstand ist, lehnt dieses Angebot ab. Ich verzichte und dabei bleibt es. Weißt du was? Es reicht. Reiß das Maul auf, wenn man es schließen sollte. Ich bin so kurz davor, es dir zu stopfen. Aber weil du neu bist, gebe ich dir eine letzte Chance. Gibst du die nächste Runde aus, bleiben wir gute Freunde. Also, was darf es sein? Fresse dick oder Leberschaden? Zeig, was du drauf hast. Ah, ein Kampf. Wunderbar. Ich bin mal weg. Wir sehen uns später. Okay, er hat mich nicht gewonshottet. Oh, doch. Oh, krieg doch raus hier, Mann. Okay, er ist nicht so stark. Den schaffen wir. Haben wir ihn getötet? Bewusstlos. Wie hast du das angestellt? Das letzte Mal, dass mich jemand derart verdroschen hat, ist schon etliche Jahre her. Das kommt davon, wenn man sich nur die Schwachen als Gegner aussucht. Ja, ja, strapazier dein Glück nur weiter. Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Hier bist du frei von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Wenn es dich also nach Abwechslung verlangt, krall dir einfach einen der Outlaws in der Kuppelstadt. Ihre Bewaffnung ist erbärmlich und im Kampf Mann gegen Mann ziehen sie immer den Kürzeren. Frag mal Riley. Der riecht schon, dass er bald fällig ist. Warum sollte ich mich mit ihm schlagen? Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Und als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt, würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig. Und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür. Oh, ich mag den Typen nicht. Aber mal schauen, vielleicht machen wir es trotzdem. Riley hat hier gerade uns in die Ohren gebohrt. Oh. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein. Mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke.
Welches Talent? Ich kann aus einem Satz Schnürsenkel, einer Büroklammer und Kleber alles fertigen, was man braucht. Natürlich nur, wenn mir keiner in die Arbeit reinquatscht oder mir sonst wie an den Kragen will. Was in der Kuppelstadt leider Alltag ist. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Kann es sein, dass der Berserker Brabak heißt? Genau von dem rede ich. Wegen Brabak. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich kann mir schon denken, was er von sich gegeben hat. Sicher will er, dass du mir zu seinem Vergnügen aufs Maul haust. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich die Schnauze voll von ihm habe. Dabei kann derjenige, der ihm eine Abreibung verpasst, bei mir einen Batzen Splitter einstreichen. Überlass ihn mir. Ich halte dich nicht auf. Im Gegenteil. Wenn du denkst, du schaffst ihn, richte ihm aus, dass er sich von mir fernhalten soll. Auch wenn es wohl besser wäre, wenn du ihm hinterrücks ein Messer in die Rippen rammst. Ich hätte es jedenfalls schon längst getan, aber dazu fehlt mir der Mut. Aber ganz egal, wie du es anstellst, komm danach zu mir und ich zahle dich aus. Lass uns handeln. Alles klar. Ah, nur wieder ein bisschen Schnaps. Ja, nice. Der wird gebraucht dann. Okay, warum nicht? Ich glaube, ich mag den Typen weniger. Den Barbak. Barbaks. Stadtwache, Stadtwache. Da ist er ja. Ihr kriegt eine Runde 2 von mir. Du überlegst es dir besser noch einmal. Ach, besser. Dir mangelt es an Respekt. Du denkst wohl, weil du mich schon einmal geschafft hast, habe ich Angst vor dir. Aber du irrst dich, Bursche. Also verpiss dich aus meiner Sichtlinie oder ich schlage dich zu Brei. Ich bezweifle, dass du dazu in der Lage bist. Deine Hure von einer Mutter wird gleich einen Grund zum Trauern haben. Komm her! Ich muss los. Los, Ray. Wupp. Mag mich Ray nicht mehr. Ist er noch da? Das warten, Mann. Mal wieder am bewusstlos sein. Alles klar, Ray? Alles noch dran? Lass mal, es geht schon. Schon gut. Du bist der Stärkere. Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit aus der Welt. Also lass mich in Ruhe. Du hältst ab jetzt besser die Füße still. Ich hab's ja begriffen. Okay, okay. Ich hätte gedacht, dass ich noch ein bisschen Druck machen kann. Das ist nicht Riley. Riley? Möchtest du zu mir? Wegen Brabak. Mit dem bin ich schon fertig geworden. Ja, du vielleicht. Ich aber nicht. Solange ihn niemand davon überzeugt, mich in Ruhe. Wenn du ihn also da. Wirklich, ich muss es nochmal deutlich machen. Schlägerei Nummer 3 oder was? Babak. Babababak. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Die Sache ist noch nicht vom Tisch. Ich komm wieder. Dann mach das. Hey Junge, ist die Kehle trocken oder schmerzen die Füße in den Socken? Egal was es ist, ich habe was du brauchst. Ein guter Schluck kuriert alle Sorgen. Ich hätte doch lieber die Fußmassage. Wie läuft das Geschäft? Jetzt, wo fast jeder nur noch anschreiben lässt? Beschissen ist untertrieben, aber solange ich noch Vorräte habe, gebe ich, was ich kann.
Ich mache keinen Unterschied, woher jemand kommt, solange er sich an die Regeln hält. Aber sag mal, willst du nicht zufällig ein bisschen was für die Gemeinschaft tun? Ich würde es begrüßen, wenn du die Nahrung, die du findest, an mich verkaufst. Nur wenn es sich bezahlt macht. Du willst meine Situation ausnutzen? Dann vergiss es. Ich bin schließlich genauso arm dran wie der Rest. Lass uns handeln. Was haben wir? Ob ich die schon hab. Aber wir werden mal. Kann ich raufgehen da? Separatist. Du verschwindest besser von hier. Bin schon draußen. Nicht, dass du hier etwas klauen kannst. Hätte ich nie gemacht. Nie. Nein. Holde. Wer ist Riley? Du. Wegen Brabak. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich hoffe, du hast ihm nicht nur ins Gewissen geredet. Etwas deutlicher musste ich schon werden. Das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Hier, das ist für dich. Wer sich für mich einsetzt, den kann ich ja nicht mit leeren Taschen ziehen lassen. Jo. In einer Kiste? Ja. Auf der Sache kaut er schon seit Tagen rum. Page, wen haben wir hier sonst noch? Wo ist die neue? Der Staub der Straße beehrt mich. Also was bist du? Händler, Kopfgeldjäger oder ein Niemand wie die meisten da draußen? Ich bin ein Heimatloser. Och, wie rührend. Mir kommen glatt die Tränen. Aber bevor du nach einem Rest Dosenfutter bettelst, hier, betrachte es als eine Spende vom Duke. Er hat mir genug davon mitgegeben. Danke. Dank nicht mir, dank dem Duke. Wenn es dich in die Wüste verschlägt, wärst du gut beraten, dich unseren Leuten dort anzuschließen. Wie lebt es sich hier? Bevor du anfängst, mir Löcher in den Bauch zu fragen, rauch erstmal eine mit mir. Ich habe das beste Zeug dabei, also, was darf's sein? Ich rauche nicht. Naja, deine Entscheidung. Ab und zu ist ein bisschen Durchzug in der Birne genau das Richtige. Mehr für mich, weniger für dich. Und weil du wissen wolltest, wie das Leben hier ist, sollten wir zum geschäftlichen Teil kommen. Natürlich. Nur zu. Also, die Sache ist die. Die Kleriker drücken seit Jahren dieser Stadt ihren Stempel auf. Und der Duke denkt, dass sie das auf kurz oder lang überall vorhaben. Kurz gesagt, die Kuppelstadt könnte der Ausgangspunkt für einen Feldzug sein. Und das beunruhigt ihn. Mein Auftrag ist es, herauszufinden, ob sich da was zusammenbraut, das uns gefährlich werden kann. Welche Informationen hast du bisher über die Kleriker zusammengetragen? So gut wie nichts. Ich habe mich bisher nicht sonderlich geschickt angestellt. Du brauchst einen Spitzel, nehme ich an. Kluges Kerlchen. Und ich verrate dir auch, warum ich dich einweihe. In deinem Blick sehe ich, dass du ihnen nicht auf den Leim gehen wirst. Du bist nicht so einfältig und glaubst jeden Mist, den man dir vorkaut. Und was erwartest du jetzt von mir? Alles, was du tun musst, ist einem Typen auf den Zahn zu fühlen. Lutz heißt der Bursche und arbeitet als einer von Alois Technikern. Soweit ich weiß, versucht die Bande mit ihren Brüdern in Ignadon Funkkontakt herzustellen. Quetsch ihn also aus und bring ihn zum Singen. Ich will wissen, ob in nächster Zeit eine Offensive bevorsteht. Sobald du eine brauchbare Information gewonnen hast, kommst du zurück. Klingt vernünftig. Wir sollten ihm unter die Arme greifen. Nur wenn es sich lohnt. Na, denkst du, ich speise dich mit einer Büchse Bohnen ab? Ich zahle schon, da kannst du dir sicher sein. Warum glaubst du, dass ein Techniker über die Strategie der Kleriker Bescheid weiß? Ganz einfach. Wenn irgendwo ein Draht durchschmort, wird er gerufen. Schwingt er dann den Schraubenschlüssel, schnappt er sicher etwas auf. Es ist also gar nicht notwendig, dem Funkmeister auf den Sack zu gehen.
Ein kleiner Umweg und wir kriegen die Informationen auch so. Was haben wir? Oh, Werkbank. Live-Elex-Zusammenstellungen. Oh, Elex-Trank. Wie viel können wir machen? Yes. Yes, gut, gut, gut. 5. Das hat noch mehr ausgeschaut. Okay, mir fehlt reines Elex. Was haben wir hier? Das war vielleicht eine Verschwendung. Starker Elex-Trank. Ja, ein bisschen was haben wir bekommen. Oh, Controller. Hängt sich aus. Daryl. Hier gibt es nichts für dich. Adler, Separatist. Den stören wir nicht. Hey, hey, was gibt's denn da zu glotzen? Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier. Ich weiß, dass du ein Fordo ist. Pass lieber auf, mit wem du dich hier anlegst. Dachte ich's mir doch. Wieder so ein Großmaul auf der Suche nach Ärger. Was ist jetzt los? Was hat mich rausteleportiert? Ich schätze, ich habe sie verärgert. Ratte! Ah, wir Ratten müssen sterben. Hey Ray! Magst du mich? Ich glaube, so lange werde ich es mit ihm nicht aushalten. Ich glaube, ich muss bald Actions Arten ziehen lassen. Jo. Ich warne dich, Freundchen. Du spielst mit dem Feuer. Das ist nicht gesund für dich. Okay, fangen wir nochmal neu an. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Die Menschen hier brauchen meine Hilfe. Viele sind hier gestrandet und wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ist das nicht die Sache der Kleriker? Ha. Wenn sie sich doch genauso um die Menschen hier kümmern würden, wie um ihre kleinen Kriegsspielchen, dann müssten die Leute hier auch nicht im Dreck leben. Bist du immer so aufbrausend? Fängst du schon wieder an? Nein, nein, ich meine ja nur, dein Verhalten ist doch nicht normal. Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Ha, möchte ich wetten. Glaub mir, Freundchen, mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht. Ich könnte dir helfen. Ja, ja. Wenn ich dich so ansehe, dann hast du selbst genug Probleme. So ein ernster Blick passt nicht zu deiner restlichen Erscheinung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir, Fremder. Na, was ist es? Bist du aus Stims? Oder hast du das große Mutantenflattern? Mutantenflattern? Elix-Entzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Ha! Ein ehemaliger Alpsoldat. Wusste ich's doch. Tja, Eisklotz. Da haben wir wohl einiges gemeinsam. Wie auch immer, besser du behältst deine Griffel bei dir. Ich merk sofort, wenn du was versuchst, klar?
Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Und was genau hast du vor? Ich stecke mitten im Krieg gegen die Elexitoren und versuche dafür eine schlagkräftige Kampftruppe zusammenzustellen. Ach ja? Und du glaubst, ich beteilige mich an deinem kleinen Scharmützel? Als Gegenzug für deine Kampfkraft biete ich dir an, deine magische Entwicklung zu fördern. Du sagtest selbst, je länger du hier bleibst, umso unberechenbarer wirst du. Willst du die Menschen, die du zu schützen versuchst, durch deine eigene Hand in Gefahr bringen? Nein. Aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen? Ich kenne Elex und die Magie. Ich kenne die Impulse, die dich im Schlaf verfolgen. Ich kenne die Albträume und den Drang der Vernichtung. Jeden Tag aufs Neue versuchst du. Okay, okay, hör auf damit. Du hast mich überzeugt. Ich pack meine Sachen und warte draußen vor dem Haupttor. Ich rate dir aber, da aufzukreuzen. Sonst wird es ein kurzes Gastspiel, Freundchen. Gute Entscheidung. Ich werde da sein. Das möchte ich dir auch raten. Interessant. Ein bisschen Mana. Ah, Ray gefällt sich anscheinend. Nur die Alps nicht wehren. Berserker, 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 Outlaw, Outlaw, Was Myra. Willst du von mir, Mensch? Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Ihr Menschen macht mir keine Angst. Ihr seid die Pest dieses Landes. Obwohl, irgendetwas ist anders an dir. Treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum? Ich war selbst einst ein Alp. Wenn das der Fall ist, dann entschuldige. Du siehst aus, als hättest du dem Elix-Konsum abgeschworen. Mögen deine Entscheidungen logisch sein. Ach, mal schauen, ob ich, wenn ich mir meinen Elix reinziehe, ob sie dann mit mir ratscht. Elix, 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 Elix. Ich bin noch immer blass. Mögen deine Entscheidungen logisch sein. Nein? Okay. Ich bin davon du, nicht Boss. Hey du. Verdammt, ich erkenne dich. Du bist... Ja, Fank, ich bin's, dein ehemaliger Commander. Aber häng es nicht so an die große Glocke, okay? Ich hörte, sie hätten dich erschossen. Scheinbar eine Fehlinformation. Wir leben hier unter Menschen, also versuchen wir uns den menschlichen Ritualen anzupassen. Hiermit heiße ich dich willkommen in der Kuppelstadt. Wirst du hier bleiben und uns bei unserer Sache unterstützen? Was ist eure Sache? Wir haben dafür gekämpft, in die Stadt zu dürfen. Und jetzt kämpfen wir darum, hier zu bleiben. Also, wirst du uns unterstützen? Ja, wir müssen zusammenhalten. Draußen herrscht Krieg. Die Menschen müssen einsehen, dass wir, zumindest für einige Zeit, dieselben Ziele verfolgen. Die Menschen schreien nach Frieden, während sie die Waffen aufeinander richten. Ich werde die Natur des Menschen niemals verstehen. Wir, du und ich, teilen ein ähnliches Schicksal. Es ist logisch, dass wir zusammenhalten. Wenn wir es nicht schaffen, neben den Menschen zu existieren, wird der Krieg niemals enden. Zeig mir deine Ware. Was haben wir hier? Krone, Macht, Körperschicht, reines Elex, her damit. Noch ein Elix-Trank, die haben wir jetzt schon, das wissen wir. Okay. Hopp. Wir sind noch nicht fertig. Wieso werdet ihr in der Stadt geduldet? Das ist genau das, was wir werden. Geduldet. Ich traue euch keinen verdammten Meter. Mit dieser Ansicht bist du hier nicht alleine. Diese Stadt ist ein Bollwerk gegen den Krieg und jeder sieht etwas anderes in ihr. Die Outlaws sind der Meinung, sie werden unterdrückt und bekommen nicht genug Macht. Die Kleriker behaupten, sie wären neutral, auch wenn sie es offensichtlich nicht sind. Die Berserker hier sind feige und verstecken sich vor ihrem eigenen Gesetz. Wir sind die Einzigen, die ernsthaft versuchen, Frieden zu finden. Wir sehen, was die Alps anrichten und wir sehen, wohin das führen kann. Wir und die Menschen teilen die gleichen Ziele. Das ist der Grund, warum wir geduldet werden. Braucht ihr Hilfe? Es ist gut, dass du deine Hilfe anbietest. Die Berserker arbeiten bereits daran, uns aus der Stadt schmeißen zu lassen. Auch wenn sie uns nicht als Menschen sehen, so sind wir trotzdem auf Schutz angewiesen. Die Bedrohung der Alps aus Xakor betrifft uns alle.
Du bist einer von uns. Aber die Menschen scheinen dies nicht zu erkennen. Wenn sich ein Mensch für uns einsetzen würde, hätten wir eine Chance, gegen Caleb und York anzukommen. Wegen eurer drohenden Verbannung aus der Stadt. Ich werde euch helfen. Gut, dass du dich dazu entschlossen hast. Am besten gehst du direkt zu York. Auch wenn Caleb derjenige ist, der die größten Anschuldigungen gegen uns vorgebracht hat. Aber seine Argumente beruhen einzig und allein auf dem Augenzeugenbericht von York. Wenn York zu den Klerikern geht und ihnen berichtet, dass er gelogen hat, dann hätte Caleb nichts mehr gegen uns in der Hand. York muss für uns aussagen, andernfalls werden wir aus der Stadt verbannt und dem Tod überlassen. Erklär mir deine Seite der Geschichte. Ein Berserker namens York hat uns beschuldigt, Spitzel der Alps aus Xakor zu sein. Er behauptet, er habe uns gesehen, wie wir mit ihnen Kontakt hatten, um Informationen über die Generatoren auszutauschen. Einen von uns haben sie bereits aus der Stadt geworfen. Lass dir gesagt sein, die Anschuldigungen sind eine Lüge. Wir sind keine Freunde der Alps aus Xakor. Wir sind Geflohene. Max, seine Rüstung. Interessant. Seine Edelampe mag ich auch. Und seine Suppe. War ich gerade offensichtlich gestohlen? Mögen du. Deine Entscheidungen logisch sein. Okay. Okay. Haben wir hier noch jemanden zum Tratschen? Ich glaube, dort geht es woanders hin. Das machen wir später. Sonst gehen wir mal zurück nach Goliath. Caleb, Rory, der York war unten drin in der Hütte. Also gehen wir mal mit York zuerst tratschen. Das ist die Kuppelstadt ist eine Tratschstadt. Aber leichte Missionen gibt es hier. York, New York. Wieder verschwunden. Eieiei. Wo ist York? Das Waffenlager, Kontakt, gleiches Recht für alle. Es war doch oben. Jetzt chillt er. Ich komme von Fank. Ich habe diesen Alps nichts zu sagen. Die ganze Sache mit Caleb und Fank nervt mich. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Erzähl mir deine Version der Geschichte. Eins vorneweg. Ich habe es satt, zwischen den Stühlen zu stehen. Ich habe Caleb im Vertrauen erzählt, dass ich Fang zusammen mit einem Alp außerhalb der Stadt gesehen habe. Es könnte auch ein Separatist gewesen sein. Sicher bin ich nicht. Mehr habe ich nicht gesehen, aber Caleb hat beschlossen, die Geschichte an die Kleriker weiterzugeben. Er hat mich gezwungen, auszusagen, dass der Alp, mit dem sich Fang getroffen hatte, ein Alp aus Xakor war. Das wäre ja auch möglich, oder etwa nicht? Wegen der Sache mit den Separatisten. Hast du eine Idee, was ich tun sollte? Ich sollte zuerst noch mit Caleb sprechen. Mach das. Wegen der... Ich glaube, so einfach ist das nicht. Obwohl ich... glaube ich, mir ziemlich sicher war, dass die... Berserker unschuldig waren. Wo ist dieser Caleb jetzt hin? Goddammit, Ray. Du bist schon wieder wer. Hier oben war er, glaube ich. Caleb. Ich hab dich gesehen. Was? Ich hab dich gesehen, wie du durch die Kuppel gekommen bist. Wer bist du? Wieso wurdest du reingelassen? Das geht dich nichts an. Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass du durch einen Trick hereingekommen bist. So sicher, wie die Kleriker sagen, scheinen ihre Kontrollen wohl doch nicht zu sein. Und damit meine ich nicht nur dich, sondern vor allem diese ganzen Scheiß-Alps in der Stadt. Oh. Was hast du gegen die Separatisten? Sie kommen hierher, in unsere Stadt. Die einzige Stadt mit der tatsächlichen Chance auf Frieden zwischen den Fraktionen. Wenn wir Berserker wüssten, wo sie eigentlich hergekommen sind, dann würden wir persönlich dafür sorgen, dass sie wieder dorthin verschwinden. Sie erzählen etwas davon, dass wir die gleichen Ziele oder Feinde hätten. Ich glaube ihnen kein Wort.
Wer sagt mir, dass sie keine Spitzel sind, die versuchen, die Kuppel abzuschalten? Ihnen ist nicht zu trauen. Und wir alle wären besser dran, wenn sie aus der Stadt geschmissen würden. Du willst alle Separatisten aus der Stadt schmeißen lassen? Ganz richtig gehört. Und wir haben bereits damit begonnen. Wir können jeden gebrauchen, der uns bei diesem Vorhaben hilft. Die Separatisten aus der Stadt zu schmeißen, ist nicht ganz einfach. Wir haben einen Augenzeugen, der einige der Separatisten gesehen hat, wie sie mit den Alps Informationen ausgetauscht haben. Wer ist der Augenzeuge? Der Berserker York hat gesehen, wie der Separatist Fenk sich mit einem Alp vor der Stadt getroffen hat. Vermutlich, um Informationen über die Kuppel auszutauschen. York ist leider unser einziger Augenzeuge, der Fenk gesehen hat. Und jetzt sagt er plötzlich, dass er sich nicht mehr sicher sei, ob es wirklich ein Alp aus Xakor war, mit dem er Fenk gesehen hat. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass York sich entweder erinnert, dass er dort einen Alp gesehen hat, oder ich sorge dafür, dass er sich nie wieder an etwas erinnert. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Nein. Nein. Nee. Nee. Wegen der Sache mit... Hast du eine Idee, was... Geh zu den Klerikern und sag, dass du dich geirrt hast. Kann ich nicht machen, dann bekomme ich von Caleb den Arsch aufgerissen. Außerdem bin ich mir noch nicht mal sicher, ob Fenk nicht tatsächlich etwas im Schilde führt. Was, wenn er doch ein Spitzel der Alps ist? Du solltest dich nicht von Caleb einschüchtern lassen. Du hast recht. Schon seit meinen Tagen in Goliath habe ich mich von ihm herumschubsen lassen. Immer bin ich nur den anderen hinterhergelaufen und habe getan, was mir gesagt wurde. Ich habe schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei Kalebs Plan gehabt. Ich werde zu den Klerikern gehen und aussagen, dass die Alps unschuldig sind. Es ist beschlossen. Ich gehe zu den Klerikern und stelle die Sache richtig. Ich möchte nicht, dass irgendjemand wegen mir aus der Stadt geschmissen wird. Jo. So. Da ist noch was Grünes dran. Ah, das ist der Frank unten. Das ist der Frank unten wahrscheinlich. Frank! Ich habe das schon Bericht. Mal gehört. Ihr dürft in der Stadt bleiben. Du hast es also geschafft, dass York seine Lüge bei den Klerikern zugibt. Das ist gut und gerecht. Das System der Kleriker scheint zu funktionieren. Dafür, dass du mir ein wenig Vertrauen in die Menschheit zurückgegeben hast, will ich dir etwas geben. Ich hoffe, das ist angemessen. Das ist die Hälfte meiner Wochenration. Hallo. Mögen deine Entscheidungen logisch sein. Sind sie? So. Ah, wir machen hier eine Pause. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.